Herzlich willkommen bei einer neuen Folge The Turing Test. Wie immer ist jetzt da oben verlinkt, beziehungsweise die Playlist. Und dann schauen wir mal weiter. In der letzten Folge hat sich das Spiel natürlich aufgehangen. Kurz vorm Ende. Gerne nochmal reinschauen und gerne ein Like geben, falls euch die Folge oder das Spiel auch gefällt. This is why they're afraid of you. Why they're hiding from us. What? You're their captor. Als ob ich einfach hier hoch kann. Was soll ich denn hier machen? Muss ich vielleicht den Roboter unten hinpacken und dann immer rein und raus packen? Die, diese Kugel? Ich glaube schon. Damit ich hier eine grundsätzliche Laufbahn habe, ne? Mache ich das mal direkt. Aber jetzt kann ich ihn nicht unten gucken. Mach ich das denn jetzt? Bis hierhin kann ich ihn angucken. Das Ecke. Alter Schwede, ist das Glitch? Ich hoffe nicht. Doch, das ist Glitchen. Sorry, Leute. Ob das so gewollt ist, weiß ich auch nicht. Ist das überhaupt richtig?
So schnell schaffe ich da nicht hoch. Muss schon anders gemacht werden. Die Frage ist aber wie? Also die Kamera hat schon Sinn. Zeigt mir doch hier an, dass ich aktivieren kann. Hier ist aber nichts. Das da leuchtet so komisch grün. Ich weiß nicht warum. Muss schon das hier gemacht werden. Oh mein Gott, ich glaube, ich bin so doof, ne? Ich habe eine Idee. Der Roboter bleibt nicht hier. Ich muss hier hin. Auch die Kugel von dem. Ach, warum kann ich nicht die Kugel von dem also einfach rüber schicken? Muss ich extra so holen. Ist ein bisschen nervig. Soll ich jetzt weg? Muss er eben tauschen. Leute, das ist echt, also für mich ist es gerade kompliziert. Nehmen wir mal, ich muss die jetzt hier reinpacken und schnell rüber. Warum auch immer. Ja, ist richtig. Jetzt kann ich da hin. 10 Minuten in einem Level. Ich bin schon verrückt. Echt dumm. The organism they discovered. It hijacks DNA. It endlessly repairs it. Repairs? That doesn't sound like a bad thing. It is indiscriminate. It will perpetuate all life, diseases, cancers. We have no idea what it could do to Earth's ecosystem. So you would let the ground crew starve? I would. If they were not so preoccupied with leaving Europa.
I do not wish for them to perish. I would feed and protect them if they were not so preoccupied with leaving Europa. Ich weiß nicht, wenn es richtig ist, ist es super. Wenn nicht. Jetzt habe ich ein Problem. Brauche ich die Dinger? Das mal tauschen. Hat doch auch einen Sinn. Das wird da ja nicht drin sein. Ich raff das da nicht. Macht schon mehr Sinn. Ich kann ihn nicht tauschen. Ich bin einfach nur selten dämlich, ne? Lass mich wieder raus. So.
krieg ich das jetzt? Ich krieg das da unten nicht raus. Da ist recht nicht. Ach Leute, wie soll ich das schaffen? Ich jetzt hier rüber kommen. Ich kann da nicht hin. Ich brauche zwei von den roten. Das hat also keinen Sinn. Welche in weißen hinpacken? Und wieder Aufgang. Nee, sorry Leute. Wenn sich die ganze Zeit aufhängt, kann ich auch nichts für. Ach. Toll. Ich werde mir jetzt ein Video dazu angucken und das dauert echt lange. Also Leute, da sich das Spiel so oft aufhängt, werde ich das jetzt einfach nur durchspielen ohne Commentary. Einfach nur die Lösung. Okay. The organism they discovered. It hijacks DNA. It endlessly repairs it. Repairs? That doesn't sound like a bad thing. It is indiscriminate. Diseases, cancers. We have no idea what it could do to Earth's ecosystem. So you would let the ground crew starve? I would. If they were not so preoccupied with leaving Europa. I do not wish for them to perish. I would feed and protect them if they were not so preoccupied with leaving Europa.
would you destroy the whole world to save a few? No, it's not that simple. Can't we just decontaminate the crew and instruments? The organism is an extremophile. It has developed to survive extreme environments. We don't know if we can ever decontaminate the crew.